Es ist passiert. Der Ausschaltknopf eures iPhones ist kaputt. Egal was ihr auch macht, ihr könnt das iPhone nicht ausschalten. Und darauf zu warten, dass sich das iPhone irgendwann von selber ausschaltet, das möchtet ihr nicht wirklich. Was könnt ihr also tun? Ich zeige euch einen schnellen Tipp, was ihr machen könnt, wenn euer iPhone sich nicht mehr mit dem Schalter ausschalten lässt. Bis gleich. Willkommen in der Technik-Video-Welt, ich bin Alpa und heute geht es um den Ausschaltknopf vom iPhone. Wenn ihr das iPhone ausschalten möchtet, dann drückt ihr beim iPhone 10 hier auf diesen seitlichen Button und hier auf den linken oberen Button. Gleichzeitig gedrückt lassen und dann bekommt ihr hier auch schon die Ausschaltoption. Wir wischen einmal zur Seite und dann wird das iPhone ausgeschaltet. Auf älteren iPhones ist das so, dass ihr einfach auf der rechten Seite auf den Ausschaltknopf drückt, lasst es gedrückt und dann kommt auch der Ausschaltscreen und dann könnt ihr das iPhone ausschalten. Nun kann es tatsächlich mal sein, dass der Ausschaltknopf kaputt ist. Was macht man denn dann? Nun, auf dem iPhone gibt es mittlerweile mit iOS 11 eine tolle neue Möglichkeit, wie ihr das iPhone auch so ausschalten könnt. Und zwar ist das relativ einfach. Ihr geht einmal in die Einstellungen, geht dann auf den Punkt Allgemein und dann ganz nach unten auf den Punkt Ausschalten. Tatsächlich hat Apple in das Menü einen Ausschalt-Button mit eingebaut. Wenn man da drauf drückt, kommt man nun auch auf den Ausschaltscreen und kann sich das Ganze ausschalten. Man muss bedenken, viele Probleme können sich beim iPhone lösen, indem man das iPhone einfach mal neu startet. Und das ist ja nicht nur beim iPhone so, sondern auch bei Android-Handys, bei Macs bzw. seit Ewigkeiten schon bei PCs. Der erste Tipp, den man geben sollte, ist, schalt mal deinen Rechner neu ein. Und das ist beim iPhone auch so. Also, wenn ihr mal in die Verlegenheit kommt, wollt das iPhone mal neu starten und der Button funktioniert irgendwie nicht mehr, dann könnt ihr über Einstellungen, Allgemein und dann über Ausschalten das iPhone einmal komplett ausschalten und dann wieder neu starten, zum Beispiel indem ihr einfach ein Kabel wieder reinmacht oder aber indem ihr den Knopf drückt, der dann hoffentlich wieder funktioniert. Sollte der Button dann trotzdem nicht funktionieren, dann schließt euer iPhone auf jeden Fall mal an euren Rechner an und guckt mal nach, ob ihr es dann wieder zum Leben erwecken könnt. Normalerweise sollte das funktionieren. Hierzu schaut euch am besten eines meiner älteren Videos an. Dort habe ich Probleme mit dem iPhone genauer beschrieben. Ja, das war's dann auch schon für dieses Video. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir einen Daumen nach oben und abonniert kostenlos den Kanal. Wenn ihr jemanden kennt, für den das Video interessant sein könnte, teilt das Video. Schreibt uns eure Fragen und Anregungen in die Kommentare hier bei YouTube. Wir lesen und beantworten alles. Bis zum nächsten Mal, einen schönen Tag noch und auf Wiedersehen hier in der Technik-Video-Welt.